Herzlich willkommen zurück hier zu, nicht Bioshock Infinite, nein, zu Halo, der Master Chief Collection, dem Teil 1, Combat Evolved. Schön, dass ihr wieder hier seid, schön, dass ich wieder da bin. Ja, wir fliegen jetzt von der Pillar of Autumn. Ein paar Schläge, hat sie gesagt. Es war nur einer, wenn so kraftvoll. Zu wissen, Gegner sterben sofort, wenn sie von hinten angegriffen werden. Das ist gleich das Tutorial dafür. Nett, oder? Findest du nicht auch, dass es nett ist? Ich finde, dass es nett ist. Hey! Okay, wir wechseln. Es hilft eh nichts. Dem letzten Schuss. Geil. Freude. Ja, die letzte Episode hat dann doch 26 Minuten gedauert. Naja, gut, ich habe am Anfang viel geschwafelt. Nichts gemacht. Aber jetzt sind wir in der Action und ich liebe die Halo Action. Wie gesagt, Bioshock hat mich etwas schwermütig gemacht. Das Ende ist, egal wie oft ich es spiele, immer wieder sehr, sehr herzzerreißend. Die beste Story, die ich jemals gespielt habe. Und für einen Shooter, sag ich mal, der vor Bioshock war, hatte Halo eigentlich die beste Story. Ach schau. Hi. Ja, das wird so nichts. Das kann ich euch gleich sagen. Die Allianz wollte sie wohl beim Nickerchen überraschen. Schaut so aus, ja. Gibt's da ein Geheimnis für mich? Das schaut so nach Nebenraum mit Geheimnis aus, aber das ist bei Halo relativ selten gestreut. Nee. Oh! Deck 7 und 8 zur 6. Verteidigungsstelle zurückziehen. Die Werte des Tors. Okay. Also, eins muss ich auch sagen: Menschenwaffen sind mir doch die liebsten bei diesem Spiel. Es gibt schon ein paar coole Allianzwaffen, aber Menschenwaffen sind die coolsten. Was auch cool ist von den Forerunnern, die Waffen zum Teil. Aber das kommt erst in Halo 4. Dann. Hey! Jetzt habe ich mich erschreckt. Ich habe ja bereits gesagt, ich habe einen nervösen Triggerfinger. Hey! Guter Schuss, ja, ich weiß. Es ist auf normal einfach so, brennst halt durch, scheiß auf Deck und scheiß auf alles. Oh, die Schäden an den Aufbauten sind beträchtlich. Ich weiß nicht, ob das die Autumn noch lange mitmacht. Ja, ja. Ja, diesen Infanterie-Ding haben wir gleich mal. Also das Achievement. Oh, oh, bin ich. Hi. Ihr seid halt ein Feigehund. Der Führer ist tot, ja? Typisch Grunt. Granatos, los Granatos, juhu! Aber der Effekt hat sich echt aufs Minimale beschränkt. Ja. Du bist ja sowieso der Oberpenner. Naja, egal. Ich gehe da jetzt mal anders hin. Mal schauen, was ist. Okay. Ich freue mich so. Wieder mal Halo. Wieder mal Spaß. Mit dem Master Chief. Und Cortana! Ist das so eine Zelotenkerze? Eine Rettungskapsel ist noch übrig. Schnell an Bord, bevor sie startet. Oh nein, oh nein!
Genau der richtige Zeitpunkt abzuhauen. Hau rein. Aye, aye, Sir. Hau rein. Abdocken okay. Gehe auf minimalen Sicherheitsabstand. Wir schaffen es doch, Sir. Ich will hier draußen nicht sterben. Seht. Was ist das, Lieutenant? Keine Ahnung, aber da landen wir. Die Autumn, sie ist getroffen! Ich wusste es. Die Autumn beschleunigt. Keith fliegt manuell. Festhalten, wir sind da. 5 Sekunden bis zum Atmosphäreneintritt. Wollen Sie sich nicht lieber setzen? Keine Angst. Daumen drücken. Sie haben welche. Eine grandiose Flucht. Der schweigende Kartograf. Wir sind zu schnell. Scheiße! Bremsklappenausfall, viel zu früh! Wir schmieren ab! Alle festhalten! Chief? Chief, hören Sie mich? Endlich! Sind Sie okay? Und können so Sie sich bewegen? Und so zerbröselt der Keks. So, wir haben Nummer 120 hier. Was haben wir da? Ja, fangen wir mal mit der an. Die anderen. Der Aufprall. Wir können nichts mehr tun. Wir haben 4 Granaten. Und da, was ist das? Hutzherb. Okay. Tja, da können wir nichts mehr machen, gell? Das ist halt der Vorteil, wenn du eigentlich... Achtung! Ich habe mehrere anfliegende Landungsschiffe der Allianz geortet. Wir sollten uns in diese Hügel dort zurückziehen. Wenn wir Glück haben, glauben die, dass wir alle beim Aufprall gestorben sind. Eigentlich heftigst, wie sagt man, vorlässig von einem 200 bis 300 Kilo schweren Metallbrocken, der sich Master Chief nennt, nicht angeschnallt in ein Schiff, das bruchlandet, zu sein, ist klar, dass die alle hin sind, weil die sind von ihm wahrscheinlich erschlagen worden. So, wenn wir das mal gesagt haben. Habe ich das schon mal gesagt? Es kann sein, dass ich das schon mal gesagt habe. Bin mir nicht sicher. Ich erfasse tausende von Pflanzenarten. Das Ökosystem des Rings ist unglaublich komplex. Es ähnelt ja auch wie eben auf der Erde. Ich frage Alarm. Mich, wo... Landungsschiff der Allianz nähert sich. Sie suchen sicher nach Überlebenden. Ich schlage sofortiges Absetzen vor. Das machen wir. Na, wir machen ein sofortiges Dransetzen. Oh Gott. Banshees. Oder? Hassen die so? Oder Phantoms? Nicht mehr ganz sicher. Bin ja sowieso wie die Penner. Hast du mich schon erfasst? Hast du mich schon erfasst? Sieht nicht danach aus. Er hat mich erfasst. Ah, der hat mich erfasst. Ein Magazin reicht wohl. Mir ist gerade schlecht. Gut, dass wir nicht auf Heldenhaft spielen. Was ist denn mit dir? Verschwinde nicht. Bin ich blöd? Wieso treffe ich? Scheiße, ist der gerade von seinen eigenen Typen umgebracht worden. Sicher, der ist von seinem Kameraden umgebracht worden. Cool. So ein Penner greift mich da einfach an. Verstehe ich nicht.
Cool. Ich erfasse den Signalsender einer Rettungskapsel hinter dem Hügel. Vielleicht gibt's Überlebende. Wie alt ist das Spiel eigentlich? Oh Leute, oh Leute. Achtung, Granate. Das war einer von mir. Hey! Granate in der Oberkirche. Euch. Und in dem Moment, wo ich sag, erschlagen sie mich. Du Granatenwurf, du Sauber. Die Kavallerie ist da! Gut, dass Sie hier sind, Sir. Dachte, wir seien die Einzigen, die lebend aus der Atem rausgekommen sind. Es sieht mies aus, Sir. Wir sind überall im Tal verstreut. Wir hatten ein Ewak-Schiff angefordert. Bis Sie gekommen sind, dachte ich, dass man uns abgeschrieben hat. Hey? Keine Sorge, Sergeant. Wir bleiben hier, bis das Ewak-Schiff kommt. Ein im Anflug befindliches Landungsschiff der Allianz hier drüben. Sarge ist der Coolste. Und ich bin gerade draufgekommen, wenn ich Granaten wechsle, nämlich mit der Nummertaste 2. Und die heutige Zusatzzahl ist die 2. Sag das doch etwas freundlicher. Die 2. Ach, vergiss es. Was setzen wir für Wölfe? Oh! Gegner! Hast du gerade gegen einen kleinen Grunt der Granate? Wahnsinnig! Das ist jetzt schnell gegangen. Oh, meine Gesundheit ist ziemlich gering. Da bin ich wohl zu schnell rein. Es gibt halt irgendwie gerade keine Elisabeth, die uns da Gesundheit zuwirft. Dafür haben wir Cortana, die uns netten Beistand leistet. Augen auf! Landungsschiff der Allianz im Anflug! Ich könnte hier etwas Hilfe brauchen! Ja, ja. Sicher, wir sind ja da. Noch mehr! Hier drüben! Munitionstechnisch sind wir bei der Hälfte angelangt. Mehr von denen! Sag ich mal. Pistole vor der Welt. Tja, vielleicht schaut das ja nicht aus. So geht's dahin. Wollt ihr wirklich immer in so Wellen angreifen? Das ist taktisch extrem unklug, wenn ihr schon merkt, dass das nach der zweiten Welle, die ungefähr dieselbe Stärke hat, das überhaupt nichts bringt. Oh, hinter uns landet noch ein feindliches Schiff. Sie versuchen uns in die Zange zu nehmen. Ja, Zange gibt's da keine, weil es hat nur ein Schiff da angedockt oder ist nur ein Schiff angelandet. Mann. Ihr seid ja so blöd. Für was habt ihr die Grunts an? Echt so russische Dampfwalze-Kanonenfutter-mäßig. So, ich werde das mal von hinten nach vorn aufzäumen, das Pferd. Du mit deinen blöden Kristallen da. Anführer Tod heißt Runs im Arsch. Wenigstens gibst du keine Selbstmörder-Grunts. Gut so. Gut, ich könnte aber auch mehr Granaten irgendwie verbraten. Nur es ist nicht unbedingt notwendig, das ist der Joke dabei. Ach, geil, der Soundtrack. Die verlieren extrem Durchschlagskraft auf die entfernende Kugel. Hi.
habe jetzt irgendwie kein Schild gehört an meinem Ohr. Muss ich mal so sagen. Wie weit sind wir jetzt zurückgeworfen worden? Nur den einen? Okay. Dann werden wir mal da wechseln. Wir werden wieder auf Splitter gehen. Das waren ein paar, ja. Wow! Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich sollte nicht so mördermäßig da einsteigen. Was habe ich einmal vom Spielfluss gesagt? Auf normal? Sollte keine Lüge sein, aber... Tja. Nein, du Schwein. Ich bleib schön in Deckung. Ladegerät. Wechsle jetzt die Waffe. Ich kommentiere jetzt einfach alles. Was ist da du? Was ist denn, wenn ich diesen hier mache? Stirbst du dann? Tja, ich kann's danach auch. Ich glaube, ich sollte mal wieder in Deckung gehen. Der Soundtrack ist so geil, ich liebe ihn. Hier ist Pelikan Echo 419. Kann mich jemand hören? Wiederhole. UNSC-Truppen, bitte melden. Roger, Echo 419. Hier ist Feuerteam Charlie. Wie hören Sie? Sind Sie das V-Hammer? Roger, Feuerteam Charlie. Schön von Ihnen zu hören. V-Hammer, wir brauchen einen Transport zur Kommandofähre. Bin schon unterwegs. Noch mehr Rettungskapseln. Sie sind im schnellen Anflug. Ich sehe nichts. Wenn diese Rettungsschiffe heil runterkommen, sitzt Ihnen die Allianz im Nacken. V-Hammer, wir brauchen Ihren Warthog. Der Master Chief und ich wollen versuchen, ein paar Soldaten das Leben zu retten. Roger, Cortana. Nur so zwecks. Okay, Charlie-Team. Warthog bereit. Auf geht's. Macht ihn die Hölle heiß. Was mache ich? Geh ich schießen? Roger, V-Hammer. Suchen Sie nach Überlebenden und bringen Sie sie in Sicherheit. Verstanden. Echo 419 bleibt in Stellung. V-Hammer, Ende. Der Master Chief und ich brauchen Unterstützung. Können Sie ein paar Männer entbehren? Natürlich, Cortana. Okay, wer ist dabei? Freiwillige vor, aber zack, zack. Komm. Der Rest von Ihnen begibt sich zum Landungsschiff. Alles klar. Will nur wer einsteigen? Also früher. Ja. Steig ein. Nur so der Logik wegen. Wieso sind wir die letzte Rettungskapsel und als erstes angekommen? Hab ich's umgebracht? Die haben die größte Freude. Kommt, Jungs. Wo seid ihr? Jungs! Ihr Idioten! Ich brauch wen am Geschütz. Seid ihr ein wenig angerannt? Komm, da bin ich. Hallo. Hau rein. So, steig ein. So, was ich jetzt mache, mal ganz kurz. Ich schneuze. Ja. Das ist extra ASMR für euch. Schneuzmelodien. Cool, wir haben einen Warthog. Ich freue mich. Aber wisst ihr was? Die letzte Episode war länger, deshalb ist diese hier kürzer. Deshalb gibt es jetzt einen Cut.